Oder auf in ein neues Abenteuer. Naja, um der Berg zu halt. Es ist jetzt kurz nach 8. Es war eigentlich halt hart zum Aufstehen, aber naja, so ist es halt, wenn man was da will. Muss. Es geht heute, sofern ich die fast 2000 Höhenmeter zusammenbringe, auf die Spitzmauer. Die ist neben einem großen Brill. Gleich der nächst niedrigere drunter. Auf die habe ich es eigentlich noch nie geschafft. Wäre eigentlich schade. Aber wann, ja, da machen wir halt eine große Brill. Und deswegen werde ich das jetzt nachholen. Also da sind sie jetzt noch mit 2 Stunden 15, aber vom Parkplatz weg sind sie jetzt einmal zum Brillschutzhaus. Erstes Etappenziel sind es 2,5 Stunden gewesen. Diese endlose Forststraßenhacke. Ja, da schaut's aus. Bissl. Jetzt mal. Das Brillschutzhaus. Und da. Mein Ziel für heute. So, nach 1 Stunde 48 bin ich jetzt am Brillschutzhaus. 771 Höhenmeter sind es bis dorthin. Hinten sieht man das Polsterstübel. Die Spitzmauer neben mir, imposanter Berg. Oh, da steht ein Gams. Und hier bei. Schaut's gut. Irgendwo der Einstieg sein. Pfütze, glaube ich. So, da bin ich jetzt bei der Wegtafel, wo es zum Stubertaler Klettersteig führt. Das heißt, da zieht es jetzt noch auf über das Schuttfeld. Dort sind gerade 2 am Einstieg eine Wand und weiter oben sind auch 2. Ja, ich habe auch schon einen Helm aufgesetzt. Ist einfach immer sicherer, wenn man gerade auch bei leichterer Steige oder über Schuttfeld aufgehen muss, wenn man weiter unten in Höhenschauf sitzt. So, am Klettersteig Einstieg auf 2000. Ja, jetzt geht's auf.
So, kurz vor dem Brillenschutzhaus wieder. Und nach 5 Stunden 46 bin ich auf der Hütte angekommen. Habe jetzt schnell einen Kaffee getrunken und einen Kuchen gegessen, weil der hat mich einfach so gut angeschaut. Da habe ich nicht auskennen. Und jetzt geht's wieder bergauf. Ja. So, da wieder herunten beim Polsterstübeln. So, das ist jetzt viel über 5. Also da bin ich angekommen. Die ganze Tour hat jetzt 7 Stunden 10 dauert. Waren 20,90 Kilometer. Und im Aufstieg, lass schnell schauen, waren es 1748 Höhenmeter. Also eh ganz ordentlich. Aber es ist ziemlich schnell gegangen. War ganz cool. Aber ich bin mir sicher, dass morgen meine Beine etwas müde sind. So ziemlich. Ja, jetzt werde ich mich mal waschen. Und dann geht's ab nach Linz.